dann hat er 3 kassiert. Ja. Okay. Von der Hard Punch. Beziehungsweise Standing Hard Punch. Ja, der macht das schon, wie gesagt, ziemlich gut von dem Poking her. Vom Poking her, vom Zoning her. Ja, wie schon mal am Anfang erwähnt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal erwähnen soll, muss, aber ich denke mal, es ist auch relativ eindeutig, dass er in gewisse Patterns verfällt. Ja. Wo er halt echt und die auch nicht flexibel miteinander mischt. Ne? Das ist halt das Problem bei ihm. Sprich, er macht. Er hat zum Beispiel auf jeden Fall eine Pattern, die macht er immer. Die macht er echt immer. Das ist halt echt so, das läuft bei ihm so ab. Er tänzelt kurz, aber nur ganz kurz. Jetzt nicht verlängertes Tänzeln, um abzuwarten, was macht der Gegner. Ich reagiere, anstatt zu agieren, sondern er tänzelt nur ganz kurz, so vielleicht ein, zwei, also einen Schritt vor, Schritt zurück, Schritt vor. Dann macht er ein Fuzzi, also dann macht er einen Poke. Dann haut er wahrscheinlich meistens vorne Hard Punch meistens raus, Standing Hard Punch, danach direkt der nächste Poke ohne größere Pause dazwischen und dann springt er direkt an. So, das ist seine erste Pattern, wo man ihn direkt durchschauen kann. Seine zweite Pattern ist, er tänzelt nur, ist aber in der Range für einen Jump In und jump direkt rein. Also ohne auf etwas zu achten beim Gegner halt, ne? Ob er jetzt gerade was macht, ob er gerade gesprungen ist oder ob er irgendwas rausgehauen hat. Also er springt ohne Grund rein, einfach so, das meine ich. Und das macht er halt oft genug. Also es kann nicht Prediction sein, sprich, ich glaube nicht, dass Banker da hofft. Oder klar, er hofft sich bestimmt, dass Aiden da irgendwas macht, aber er prediktet da mit Sicherheit nicht, dass gerade irgendwas auf jeden Fall kommt von ihm. Weißt du, was ich meine? Also ich denke mal, da ist es weniger Prediction, er hofft, dass irgendwas kommt und darauf kann man sich ja wirklich nicht verlassen. Mhm. Also wenn man nach dem Prinzip spielt oder spielen würde, ja, steht es schon quasi von Anfang an fest, dass man gut abschneidet. Mhm. Ja, und deswegen, das ist halt eines der größten Probleme gegen mit Banker. Oder bei Banker besser gesagt. Ja. Ja. Und seine Unruhigkeit, also wenn er unter Druck gerät, dass er dann nicht ruhig blut, sondern er versucht da unbedingt was rauszuhauen. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht hat er auch in diesem letzten Moment, wo er dann durch den letzten Light Punch verloren hat, ne? Ich weiß nicht, ob er unbedingt blocken wollte, weil danach kam noch eine Bewegung im Stick. Vielleicht wollte er gerade in dem Moment eigentlich einen Shoryuken vielleicht noch mischen und hat es nicht rausgekommen. Nein. Nein? Nein, definitiv nicht. Schau dir mal die Inputleiste gleich an. Ich geh mal Da siehst du nur die letzten Sekunden, meinst du, wo eigentlich Banker gar keine Energie mehr hatte. Ja, genau, darum geht's ja. EX-SRK, genau. FADC, er hatte 3 Balken, EX-SRK, FADC, Into Ultra. Das wärst du eventuell sogar gewesen, ne? Ja, und schau dir mal die Inputleiste mal an. Da siehst du nichts, das Einzige, was du da siehst, ist ein Throw. So geht es das ist ein Leitband schon. Das war's. Ja. Deswegen. Aber den Throw hat er schon gedrückt während der Blockstring. Danach hat er einfach den Block. Ja, während den ersten. Ah, ja, genau. Okay. Während beziehungsweise zwischen den zweiten Crouching Light Punch von Aiden und dem dritten. Ansonsten, wenn er es davor gedrückt hätte, wäre er noch im Blockstand. Mhm. Sprich, der Wurf hätte gar nicht rauskommen müssen. Und der Crouching Light Punch trifft ja nicht low. Also, und er hat ihn ja er hat den Throw ja standing eingegeben, laut der Input-Leiste. Sprich, Jacke wie Hose, ne? Ob er es jetzt unten blockt oder oben blockt. Light Punch kann man nur unten und oben, unten sowie oben blocken. Genau. So, und er hat den Throw einfach falsch getimed. Genau. Das schreibt der Banker aber auch. War ein Versuch, einen Throw zu tischen, ja. Stimmt. Nee, ich dachte, weil ich danach noch eine Bewegung gesehen habe. Ja, da brauchen wir uns jetzt auch eigentlich gar nicht weiter drüber zu unterhalten. Das ist eigentlich relativ klar, was da hätte kommen müssen. Er hat wahrscheinlich einfach nicht auf seine Leiste geachtet, ne? Was ein ziemlich wichtiger Faktor ist, das Meta-Management. Und ja, das hat er in dem Moment halt, ne, komplett außer Acht gelassen. Und das hat er nun davon. Also, dass er dann halt den von dem Crouching Light Punch quasi, ne? Genau. Eigentlich hätte man eher mit gerechnet. Ich als Aiden-Spieler in dem Moment, ich springe ihn an, hau den Cross-Up so spät wie möglich nur rein, also jetzt ich als Aiden-Spieler, sodass der Block dann so hoch wie möglich ist, sprich, dass ich landen kann, ohne eine Lücke zwischendurch lassen zu können, zwischendurch zu lassen, und dann würde ich zu einer Chain oder zu einer Link-Combo gehen,
Wo auch halt entsprechend keine Lücke ist und dann into EX SRK. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Aidon kann eventuell sogar, wenn der Cross-Up, also der Jumping Mid-Kick, wenn der tief genug angesetzt wird, ich glaube, der Blockstand ist hoch genug, dass der EX SRK direkt kommen kann, weißt du? Sprich, dass der Chip ne, direkt gekommen wäre, sodass Banker gar keine Chance gehabt hätte. Aber das war ja nicht mal der Fall. Wenn das der Fall gewesen wäre, man geht ja immer davon aus. EX Rising Jaguar von... vom Aidon noch. Die X-Racing Jaguar, genau. Ja, geht. Genau. Ja. Wenn er zu tief, dann kannst du noch. Ja, wenn er tief genug ist, die Frames von dem EX Jaguar kann ich von mir so gleich kurz mal gucken. Moment. EX Racing Jaguar, 5 Frames. Ja, 5 Frames. Das sollte eigentlich locker machbar sein, wenn der Cross-Up von Aidon halt spät genug getimed wird. Also, wenn es Nani jetzt perfekt hätte machen wollen, wäre es halt so gelaufen, wie ich es gerade erklärt habe. Ne? Aber er hat ihm quasi noch eine Chance gelassen, aber die hat er halt überhaupt nicht genutzt. Er wollte techen, wieso auch immer. Ich meine, er hat, ne? Ach, ich wiederhole mich. Brauchen genau. Wir eigentlich nicht nochmal. Nein, er hat ne? Crouch-Tech, ne? Hätte er wenigstens machen können, aber Optimalfall, Meta-Management, ne? Sprich, EX, SRK, FADC, Ultra, fertig. Genau, also Fehler da, einfach das. Er hat, ne? Und dann auch noch, er hat gar nicht auf sein Meter geachtet. Das ist auch noch, das ja, genau. Mal, was auch viele Fehler, ich mache dann auch den Fehler, ich auch manchmal gar nicht da unten hinschaue, auch nicht dem Gegner anschaue, was er noch hat, was er machen kann. Das ist auch wichtig. Ja. Ne, darauf das zu ist achten. Genau, die Leistung. Ja, das ist so gut, dass du das von deiner Seite aus erwähnst. Ja, dafür bist du ja auch eigentlich da, sprich aus der Sicht eines eher unerfahrenen Spielers Fragen zu stellen und halt dementsprechend auch, ja, stimmt. Das merkt man ja auch, wenn man gegen dich spielt, ab und zu. Du könntest Sachen machen, ne? Aber die machst du nicht, obwohl du. Guck mal, du merkst, dass ich merke das noch nicht hättest, mal. Oder ja, genau. Oder ein Meter hättest für einen EX-Move, der safe wäre in der Situation, um dann Chip Damage mit Ultra zu erreichen und so weiter und so fort. Da gibt's genügend Sachen. Ja. Wie auch immer. Aber in dem Matchup generell an sich, um das Matchup jetzt generell an sich anzusprechen, das ist ja ein relativ even Matchup, sprich 5 zu 5. Jumping Midpunch soll angeblich alles von Aidon schlagen können. Also alle Normals in der Luft. Jumping Strong, also Jumping Midpunch von Dudley. Ist das ne? Der mit der, wo der ein bisschen mit dem Ellenbogen geht? Ja, ne? Nee, das ist Hard Kick. Das ist halt das, was ich vorhin auch nachgefragt hatte im ERC, das ist der Business Elbow. Ich weiß nicht, warum die den so nennen, aber ist anscheinend so. In der Dudley-Szene, wie auch immer. Denn das ist halt der. Ja, der ganz am Dudley- Anfang, glaube ich. Ja, das ist ja auch echt ein ziemlich krasser, ziemlich starker Jump-In, da kann man nichts gegen sagen. Der ist so verdammt gut, Auch als Neutral-Jump-In. Also, der ist super gut. Wie auch immer, Jumping Midpunch schlägt alles in der Luft von Aidon, alles, wirklich ausnahmslos alles von Dudley. okay, er hat sich halt in der ersten Runde auf seine SRKs verlassen, aber nur fürs nächste Mal, dass er Bescheid weiß, Jumping Midpunch schlägt so gut es geht, oder was heißt so gut es geht? Also, als ich vorhin im Forum nachgeschaut habe, mich ein bisschen schlau gemacht habe, soll es angeblich echt jeden Scheiß schlagen von Aidon. Ja. Also das auf jeden Fall notieren. Im Hinterkopf behalten und fürs nächste Mal dann gewappnet sein. Also Banker, Jumping Midpunch. Midpunch. Hat er den überhaupt angewandt hier im Match? Also Air-to-Air. Air-to-Air nur. Ja, ne? Ich spreche jetzt nicht von Jump-Ins oder so Geschichten. Oder oder weiß nicht, wenn er jetzt den EX Jaguar Tooth macht oder so. Das ist wieder was anderes, wieder was Spezielleres. Ich spreche jetzt nur von Air-to-Air-Situationen. Sprich, wenn dann Aidon halt, ne? Air-to-Air braucht man nicht zu erklären. Die Leute sollten wissen, was das. Also, beide Figuren sind einfach in der Luft, air to air und bang. Also nicht, dass drücken gleichzeitig was oder verspätet oder wie auch immer. Ja, genau. Aber er hat ja auch in Air Moves, ne, der Aidon. Dann natürlich nicht. Nicht unbedingt. Na, wenn er jetzt nicht unbedingt, das kommt dann drauf an. Aber die Leute meinen halt immer auch echt gemeint, so von wegen, auch wenn er ein Special, also hier den, wie heißt er in der Luft? Nicht Tooth, sondern Jaguar Kick. Genau, okay, yeah. Wenn er den macht, kann er ihn trotzdem raushauen. Außer er springt jetzt wirklich nicht so spät rein, dass er die Hitbox quasi den Fuß von Aidon direkt ins Gesicht bekommt. Also hat, ne? Das ist natürlich logisch, weil die Hitbox hat er direkt vor sich und. Ja, ist ein Hitbox. Der Midpunch hat halt auch Startup und bis der dann draußen ist, frisst er selbstverständlich. Darüber brauchen wir uns auch gar nicht zu unterhalten, ne? Es ist schon irgendwo.
Sollte irgendwo logisch sein, was gemeint ist. Denker. Ja, das zum einen. Und zum anderen, der Business Elbow soll Jaguar Tooth immer clean schlagen. Jaguar. Ich weiß nicht, wie viel dran ist. Jaguar aber Tooth? Als ich mal Dudley... Der von Jaguar, der Wand, ne? Den Jaguar Tooth, genau. Ja. Den soll er angeblich immer clean schlagen können, egal was ist. Und ja, aber muss ich aber auch ehrlich sagen, ich spiele ja auch selber Dudley. Habe ich letztens sogar gegen Banker genommen und gegen ein paar andere Leute. Und ja, der ist schon ziemlich, ziemlich mächtig, wie ich vorhin schon erwähnt. Also da ist es mir auch schon aufgefallen, dass er schon echt einiges stufft, raushaut und ja, meistens sogar clean, Counterhit, dann landest du und ziehst deine BNB durch und dann hast du deine 50% Damage-Kombo inklusive Ultra noch. Tierisch Damage. Das macht schon echt. Ne? Ja, ja. Dudley kann schon gut reinhauen. Businessman. Ja. Und richtig Druck auch aufbauen. Ja, genau. Ja, ansonsten, worauf er eigentlich achten muss, ist, also so im Großen und Ganzen kann Dudley ihn schon ziemlich gut baiten, also den Aiden jetzt, also generell das Matchup an sich, er kann ihn ziemlich gut baiten, sprich, dementsprechend kann er auch ziemlich gut rushen. Also es ist nicht so, dass Aiden ja in dem Matchup unrushbar wäre, weil er halt einen guten SRK hat oder weil er halt schneller aufsteht, etc. Er kann ihn schon ziemlich gut rushen, er muss halt nur darauf achten, Dudley hat auch die Tools dazu, ihn zu baiten. Also er darf nicht branded einfach rein und seine Mix-Ups durchziehen, sprich mit Overhead, mit Sweep und so weiter. Er muss ab und zu auch mal ein, zwei Light Punches kurz zurück oder kurz eine Lücke lassen, ihn kurz baiten und dann wieder was reinhauen oder sei es wieder mit Light Punch oder sei es direkt mit dem Overhead oder er kann Sachen abziehen wie er ist an ihm dran, haut ein, zwei Sachen wieder auf Block und chaint das, also cancelt das in seinen Duck, genau. In seinen Duck Special und wirft ihn direkt, das ist auch ein ziemlich nerviges Mix-Up, meiner Meinung nach. Ja, sehr nervig. Ne, wirft ihn direkt oder blockt, also der Duck hat halt genügend Recovery eigentlich, um aus einem Blockstring halt nicht dann erwischt zu werden mit einem SRK oder so. Zumindest wenn man die Blockstring vorher mit einem harten beendet hat. Meistens macht man, ich mache es zumindest auch so, Crouching Light Punch, Standing Hard Punch, Duck, der Blockstand ist halt so hoch, dass du dann halt, sobald du aus dem Duck draußen bist, dass du genügend Recovery hast, also kurze Recovery hast, um falls was vom Gegner kommen sollte, also ein Ex-SRK oder ein SRK an sich oder irgendein Move, der ziemlich schnell rauskommt, ein 3-Framer oder so, dass du immer noch auf der sicheren Seite bist und ihn ja damit halt baitest, es blockst und dann richtig full dann punished. Weil das ist das Optimalste, was einem Dudley eigentlich passieren kann, was eigentlich jedem passieren kann, ne? Logischerweise, ne? Wenn der Gegner vor dir landet, komplett offen. Aber Dudley tut richtig, richtig weh. Genau, also man kann halt viel in dem Mixer machen mit diesem Duck, ganz viel mit einbauen. Also wenn ich jetzt gegen Samson auch oft gespielt habe, der hat teilweise dann in der Ecke, also sehr viel mittendrin, also kam mal ein Wurf, dann kam wieder was anderes, dann kam wieder der Duck und hin und her, also kann man schon viel mit mit auf jeden Fall rumspielen, naja. Nee, ja, ich wollte eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, spricht man sich halt, also... Warte mal, der Banker schreibt gerade, du kannst aber rausgeworfen werden. Ja, ich habe schon gesehen, du kannst rausgeworfen aus dem Duck, ja klar. Aber das kommt meistens so plötzlich. Genau. Vor allem, wenn du variierst, wenn du das alles variierst. Es geht ja nicht nur darum, dass du immer nur das eine oder dasselbe Mixer bringst. Du variierst du mindfuckst den Gegner ja auch in dem Moment so. Und wenn das jetzt ein Scrub ist, der permanent nur Würfe mescht, dann ist es selbstverständlich, ne, machst du es nicht, dann ziehst du halt einen anderen Mix-Up vor, sprich, dann baitest du halt mit Crouching Light Punch, kurz eine Lücke, wartest bis der Throw kommt, oder wartest nicht mal so lange, lässt einfach eine ganz kurze Lücke, also sprich Crouching Light Punch, ganz kurz warten, Crouching Mid Punch, und dann kommt in dem Moment der Wurf, genau, dann frisst er sogar, ein Clean Hit und und dann geht's los mit der Combo halt und dann geht's los mit dem Punish. Aber wenn's jetzt Backswing Blow, welcher ist das? Backswing Blow? Ach, der kurz nach hinten dasht und dann wieder vorkommt. Naja, von dem halte ich ehrlich gesagt nicht viel und den sieht man eigentlich auch relativ selten. Also den sieht man nicht wirklich. Also Samson oft. Hat den auch immer mit eingebaut in seinem Mix-Up. Also der hat auch mal den Duck-Wurf, dann kam dieser Backblow und dann wieder hin. Ja, nee. Ich sage jetzt nicht, dass man den gar nicht usen soll.